In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf über 4000 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 4058 Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet worden, teilte das Robert-Koch-Institut RKI am Donnerstag mit. Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen fällt nun zusammen mit den Herbstferien, die zum Teil schon begonnen haben bzw. bevorstehen. Zuletzt waren Anfang April fast 4000 Neuinfektionen an einem Tag registriert worden. Danach sank die Zahl deutlich. Im Laufe des Sommers legten die Zahlen allerdings wieder stetig zu, wofür vor allem Reiserückkehrer verantwortlich gemacht wurden. RKI-Chef Lothar Wieler ist alarmiert. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Die Verbreitung des Coronavirus findet nach Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn vor allem in geschlossenen Räumen statt. Unter anderem bei Feiern, Großveranstaltungen oder religiösen Veranstaltungen. Es sind vor allem, nicht nur, aber vor allem Jüngere, die sich zurzeit anstecken. Zum Teil, weil sie Party feiern, weil sie reisen wollen, weil sie sich für unverletzlich halten. Das sind sie aber nicht. Eine Corona-Infektion ist und bleibt eine ernsthafte Erkrankung und insbesondere für die Älteren eine sehr, sehr ernsthafte Erkrankung. Die Zahl der Corona-Patienten, die sich in Intensivbehandlung befinden, hat sich nach Angaben von Wieler innerhalb der letzten 4 Wochen verdoppelt. Zwar sei die Zahl mit 470 Patienten derzeit noch niedrig, aber er sei dennoch sehr besorgt über die Entwicklung, weil sich auch wieder viele Ältere mit dem Coronavirus ansteckten. Deutschland hat sich nach Angaben von Spahn die Lieferung von 9 Millionen Corona-Schnelltests pro Monat gesichert. Man bemühe sich um eine weiter steigende Zahl. Schnelltests sollen ab kommender Woche die normalen PCR-Tests ergänzen und vor allem im Krankenhaus- und Pflegebereich eingesetzt werden.